Willkommen wieder zurück in Life is Feudal. Wir sind ja noch an dem Wohnhaus dran. Ich mache gerade die restlichen Dachziegeln. Die sehen so schön dunkel aus. Wobei ich glaube, das Dach selber ist dann auch wieder ein bisschen heller als die hier eigentlich anzeigen. Naja, auf jeden Fall habe ich bereits 150 Stück im Haus reingepackt. Mache jetzt die letzten 110. Muss dann, glaube ich, ein oder zweimal laufen, um dann auch die restlichen, die dort im Beutel sind, noch zu transportieren. Ich weiß nämlich nicht, ob das gewichtsmäßig passt. Und ich habe nämlich gerade mir überlegt, was wir als nächstes machen. Entweder sind die Türen dann oder das Mortar. Weil es braucht, glaube ich, Flux. Also es ist eigentlich ja irgendwie doch dann Kräuter bzw. Pflanzen sammeln. Was wieder sehr spannend ist. Das werde ich euch auch gleich nochmal zeigen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. So, das letzte Mal jetzt, dann haben wir nämlich alle. Gewicht kann ich noch tragen. Nehmen wir jetzt nochmal die Kohle raus, die wir da noch drin haben. So verbrennen lassen wäre ja doof. Ich glaube nicht, dass wir... Ne, wir können leider nicht alles tragen. Aber egal, dann laufen wir zweimal. Geht auch recht schnell. Hier sind auch schon wieder Bäume, die haben wieder Äpfel. Ja, ich habe Farming auch noch nicht auf 100, ist aber gerade nicht so schlimm. Obwohl, mal eben schnell fertig machen hier. Wenn ich so kurz vor Ende des Skills irgendwie stört mich das dann doch, wenn das dann noch da ist. Da, 49 Stück, das ist doch klasse. Aber das geht auch, dauert schon ein bisschen länger jetzt. Hat nur noch einen Apfel gegeben, nicht gerade viel. Sind aber noch Äpfel dran. Gibt aber keinen Äpfel. Naja, egal, ich werde jetzt trotzdem weiterlaufen. Machen wir vielleicht ein andermal. Bin ja jetzt auf 99, ist ja schon mal auch was. Also manche Skills gehen hier auf dem Server auf jeden Fall schnell, andere gehen langsamer. Das liegt, glaube ich, einzeln an den Einstellungen, die Besitzer machen. So, da haben wir ja auch schon die Baustelle. Schnell reinschmeißen hier und wieder zurück und zu unserem Beutel, der da auf uns wartet, mit den restlichen Dachziegeln. Und dann gucke ich mir mal an. Ich denke, ich werde als nächstes die Türen machen, was die so brauchen. Das ist ja alles in meinem Carpenter-Tool hier drin, was die einzeln so brauchen. Ich glaube nämlich, ich brauche 6 Türen oder so. So, wo war nochmal der Beutel? Wo war der Beutel? Da ist der Beutel. Öffnen wir das Ding mal. Zack, und wieder los geht's. Weil wir brauchen ja hier vorne jetzt nicht... Äpfel kurz sammeln. Ich weiß, eigentlich sollte ich ja das Haus fertig machen, aber wir brauchen auch Äpfel jede Menge. Und Skillen ist ja auch nicht verkehrt. Wenn man, ich weiß gar nicht, was es bringt, wenn man das auf 100 hat. Plus 5 Bonus bei Glück von Herstellen bzw. Bearbeiten von Farmen und sowas alles. Permanent stand da sogar. Naja, wir brauchen ja die Äpfel sowieso für Tiere, für die Fallen und fürs selber Essen. Der ist leer. Dann gucken wir mal kurz hier. Hat der was dran? Sieht nicht so aus. Der ist leer, hat aber Äpfel dran. Interessant. Dann gucken wir mal bei dem.
Taschenlampe! Oh, da, Taschenlampe! Oh, diesmal ist orange. Ja, dann laufen wir lieber mal weiter. Beziehungsweise wieder zurück. Also hier kriegt man wahnsinnig viel, beziehungsweise schnell Hunger in dem Spiel. Ich höre doch hier irgendwas. Das müsste, glaube ich, der X-Halle hier irgendwo sein. Ich gehe davon aus, der winkt mir gerade hier zu. So. Dann schmeißen wir das mal hier rein. Jep, fertig. 8 Türen sogar. Ach du Heiland. Okay, gucken wir mal kurz. 8 Türen. Was sind die hier unten? Gate Moduls. Nein. Nein, 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 nein. Door Modul ist das. Oh, Gott sei Dank. Das heißt 8 Schlösser. Das sind 16 Stahlbarren. 16 mal 6 wären dann die Menge an Flachs, die ich brauche. Und ich kann schon wieder heulen. Nein. Nein. Das sind 96 Flachs. Oh. Und das allein hier jetzt für die 8 Türen. Also ich muss mir das irgendwo gleich hier mal aufschreiben. So 96. Warte mal, wie viel? 96. So, dann haben wir dieses Mortar. Das braucht auch nochmal Flux. Wie heißt das, glaube ich? Also ich würde sagen, ja, da habe ich ein bisschen was zu tun. Oh, der ist ja 79 schon. Wow. Naja, sobald er damit fertig ist, kann er ja mir dann helfen. Wenn ich ihn lieb drum bitte. So, dann das hier wieder rein. 7 haben wir schon. Flux. Das Pulver da brauchen wir. Das heißt, wir brauchen noch 89. Ist ja schon mal ein bisschen weniger, ne? Ja. Das brauchen wir auch dafür, aber jetzt. Eieieiei. Okay, das hier war für uns, also für mich hier, Fluxanteil. Wenn ich das hier mal an der Seite schmeißen hier so, damit das nicht im Weg ist. Und jetzt brauche ich eine Sichel. So, die finden wir bestimmt hier drin, ich denke zumindest. Ja. Aber ich sehe hier auch eine einzelne Feder oder irgendwas, was das hier ist. Ja, das war nichts für mich. Uninteressant zumindest. Dann machen wir hier nochmal auf. Hier hatten wir doch irgendwo Federn und so. Genau, da eine helle und das eine dunkle. Das, also bei X-Halle und den anderen hier zum Beispiel würde das jetzt das Inventar alles ganz anders sortiert und völlig durcheinander aussehen. Wenn was da Neues dazu kommt, sehen die das manchmal gar nicht so gut. Und ich werde jetzt mir mal hier in dem Radius fangen wir an, mal die Pflanzen zu suchen. Dann geht man auf Naturlore und dann sucht man nach den Herbs. Einmal haben wir gesucht. Oh, jetzt bin ich zu langsam gewesen, um das wieder wegzuklicken. Ich gehe hier dann wieder auf die andere Ansicht und kann dann, gehe dann fast über die Pflanze und kann dann das anklicken. Allerdings muss ich jetzt erstmal das ausrüsten hier. Wie fast halb, fast leer hier ist. Hab ich die ganzen Sachen? Ach da. Na gut. So, dann klicke ich die nämlich fast immer von oben hin an. Allerdings sieht das jetzt natürlich nicht so schön aus, deswegen gucke ich mich meistens dann mal so um, wo die nächste ist und visiere die dann auch gleich so an. Dann geht das recht schnell, finde ich auch gut was. Und dann geht es auch etwas schneller und alles. Ich habe mit X-Halle hier ein paar so ein Bild gemacht, wer welche Pflanzen für Flux braucht, um dann das dann schneller untereinander zu tauschen, weil die nicht immer die gleichen haben. Also er braucht ganz andere als ich für Flux. Und das ist auch immer klasse, wenn man dann untereinander tauschen kann. Halt. Wo haben wir denn die nächste? Da.
Ja. Ich weiß, das ist jetzt gerade wahrscheinlich nicht so spannend, aber ich finde es schon toll. Vor allem wird es cool, wenn man dann mit einer Fackel in der Nacht rumläuft. Sieht man erst recht nichts. Naja, außer um sich herum direkt. Ja, das ist so. Ich bin schon am Überlegen, was könnte man noch bauen oder was brauchen wir als nächstes für Sachen, wenn wir dann. Wow. Nein. Ich will die Pflanze. Ich will die. Nein. Haha. Ich glaube, das war auch eine Flachspflanze von mir, die nicht. Was könnten wir denn noch zur Verarbeitung gebrauchen? Aber bevor ich noch weiter ablenke, wir wollen ja das Haus irgendwann auch fertig haben, mache ich das nebenbei hier noch mit Pflanzen sammeln. Was könnte man noch bauen? Wir brauchen noch eine Schmiede, wir brauchen noch so ein Alchemiehaus und sowas alles. Aber das. Ich höre schon hier Stahl. Ein Stahl. Ja. Gut, also brauchen wir erstmal als nächstes einen Stall, sobald wir das fertig haben. Weil wir haben ja gesehen, es gibt Pferde jetzt und man kann sie sogar fantastisch reiten. Das müssen wir natürlich auch ausprobieren, ne? Dann müssen wir aber auch noch den Berg ein bisschen abtragen. Ein bisschen noch mehr. Viel mehr. Das ist noch so eine Kirsche. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt für mich Lachs gibt. Kann mich jetzt nicht dran erinnern. Ich müsste dann später, wenn ich erstmal eine Menge von den Pflanzen jetzt hier habe, gucke ich mir das immer in Ruhe an und sortiere mir meine dann raus und die anderen gebe ich weiter. Oder kommt dann Laptan raus, damit wir Fackeln und so eine, ja, so eine Standlampe, Lampen und sowas, Feuer und sowas hinsetzen können, damit wir nachts unsere Häuser und alles sehen. Das kommt also auch noch irgendwann, aber erstmal keine Pflanzen mehr? Ach, da. Na komm, so. Geht doch. Wenn die ganze Zeit einer hier hämmert, ey. Bam, 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 bam. Ist echt krass. So. Ich werde hier auf jeden Fall noch einiges an Pflanzen sammeln und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Schönen Tag, schönen Mittag und schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das hier guckt. Likes und Kommentare sind natürlich herzlich willkommen. Und wenn ihr Ideen habt, was man hier noch bauen könnte oder so, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.